Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Yay! Wir befinden uns gerade an einem ganz besonderen Ort, und zwar an dem Grundstück von Early Boy. Und das, was ihr hinter mir seht, ist einfach sein neues Haus. Wer hat das gebaut, fragt ihr euch? Ich. Ich habe das gebaut. Und zwar mit einer kleinen Vorlage, weil ich nicht wusste, wie genau ich ein schönes Haus hinbekomme, wo man alles machen kann. Sowohl verzaubern, als auch farmen, als auch wohnen, als auch schlafen, als auch lagern. Und deswegen habe ich mir ein kleines Tutorial von SheepGG, so heißt der YouTuber, der das entworfen hat, angeschaut. Und baue das gerade 1:1, fast 1:1, hier nach. Und mir gefällt das Design sehr, sehr gut. Ich bin halt nicht so gut im im Selbstentwerfen und selber bauen und allem. Und deswegen wollte ich ein richtig schönes Haus für Early bauen. Das hat sich nämlich Klüm von der Weihnachtsflocke gewünscht. Und ja, das hier ist quasi das Innenleben des Hauses. Wir gehen jetzt mal einfach hier durch die Tür. Hier ist ein kleiner Balkon. Hier schaut er auf seine eigentliche Base. Jedenfalls habe ich das so... Oh, hallo. Jedenfalls habe ich das so herausgefunden. Hier stand nämlich ein Schild, wo Early Boy drauf stand. Deswegen habe ich hier direkt dieses Haus gebaut. Ich werde das Haus natürlich noch einrichten, mit Teppich auskleiden, eine Enderchest reinstellen, Verzauberungstisch. Ich werde ihm hier noch einen Armor-Stand hinstellen, mit einer kompletten Armor, die er benutzen kann. Ein paar Tools aufhängen, Item-Frames und so. Und das mache ich jetzt die ganze Zeit. Ein bisschen dekoriert habe ich schon. Ich muss noch ein paar Bücherregale holen. Und das mache ich gerade ganz gechillt. Nebenbei läuft ein Stream, gerade der von Sparky. Und ja... Hab mal schon mit ein paar Leuten gequatscht, mit Kev und mit Norman, richtig lustige Sachen besprochen und ja, hab gerade einfach eine gute Zeit. Und ja, wenn das Häuschen weitergebaut ist, beziehungsweise fertig gebaut ist, würde ich euch gerne dann mal eine Führung geben und euch dann zeigen, wie ich Klüm quasi zu diesem Haus führe, dass er sich das angucken kann. Hiermit präsentiere ich euch nach einem Tag, Nachmittag, Bauzeit... Das Haus für Early. Der Weihnachtswunsch von Klüm. Ich führe euch mal einmal rum. Ich habe hier ein Buch hingelegt, was ihr gerne dann bei Klüm bestaunen könnt. Wir haben hier, habe ich ihm alles zur Verfügung gestellt. Dia-Gear, nochmal eine Dia-Rüstung. Ist natürlich jetzt nicht perfekt verzaubert, aber ich denke mal, damit kommt er erstmal zurecht. Hab hier ein bisschen rumgepinselt, habe dann hier noch einen Brewing-Stand hingemacht. Hier ist sogar eine Potion of Healing drin. Er hat einen komplett enchanteten Verzauberungstisch. Ein Anvil. Hier habe ich ihm noch ein bisschen Lapis reingepackt, damit er das dann auch benutzen kann. Ich habe hier noch ein paar Pilze. Bei denen habe ich irgendwie mal ein bisschen Angst, dass sie irgendwie, ja, keine Ahnung, auf einmal plötzlich groß werden. Deswegen lasse ich das mal. Ja, noch so ein bisschen verziert. Hier sind einfach jeweils ein Stack gebratenes Steak drin, dass er da ein bisschen was zu essen hat. Dann geht man hier hoch, kommt hier in das Haus hinein. Ich habe hier ein bisschen mit Paintings gearbeitet. Das komplette Haus ist ausgeleuchtet, also es können irgendwo Mobs spawnen, ist also alles mobproof. Bisschen was kann er sich dann auch noch verzieren. Hier ist ein kleiner Balkon, worauf er dann gehen kann und auf seine alte Base schauen kann, beziehungsweise seine erweiterte Base. Und ja, ein Bett darf natürlich nicht fehlen und in die Kiste habe ich ihm noch so ein paar Sachen gelegt, die ich nicht brauchte. Für Klüm habe ich jetzt einfach nur die Koordinaten dieser Base und die werde ich ihm jetzt in seine Base reinstellen, in das U-Brot. Und dann werden wir mal schauen, was Klüm zu seinem Weihnachtsgeschenk sozusagen hat. Und da hängt ein Zettel. 1833 minus 915, Weihnachtsgeschenk. Okay, also ich weiß, dass das von Flocke ist. Ich weiß, dass hier irgendwas ist. Also ich denke mal, Flocke meinte das. Vielleicht meinte sie auch irgendwas anderes, aber ich gehe davon aus, dass sie das meinte. Das werden wir uns angucken. Und wir sind da. Ich habe kurz vergessen, was ich mir gewünscht habe, denn ich saß hier und guckte so dahin und dachte mir, okay, aber wo ist das Geschenk? Ist es im Haus? Okay, gucken wir mal. Wir gucken mal rein, ob im Haus vielleicht das Geschenk ist. Wo ist denn der Eingang hier vom Haus? Hier ist der Eingang vom Haus. Ist vielleicht im Haus das Geschenk? Und dann ist mir eingefallen, nee, das Haus ist das Geschenk. Ich habe mir ein Haus für Early Boy gewünscht, weil der immer obdachlos ist auf dem Craftex-Server. Und wir können hier sogar drin schlafen. Ja, super cool. Early, guck mal, du hast ein Haus. Und ich sehe schon, da vorne stand irgendwas. Was steht denn da?
Was steht hier? Mhm. Lieber Klüm, du hast dir den ehrenhaftesten Wunsch von allen ausgesucht. Diesen habe ich dir hiermit erfüllt. Ich hoffe, du und dein Wunschpartner sind zufrieden mit dem Haus. Ich wünsche euch ein wundervolles Weihnachtsfest, Knuddel. Flocke PS, Credits gehen hier an SheepGG, dessen Idee ich umgesetzt habe. Early Boy, hörst du das? Hier ist ein Haus für dich. Das ist die erste Craft Attack Staffel, in der Early Boy ein Haus hat, glaube ich. Ich habe ihm auch schon mal eins gebaut, aber nicht so ein tolles. Early Boy, guck mal, du hast ein Haus. Du hast einen See unter deinem Haus. Du hast hier sogar, wie kommt man auf die andere Seite? Ach so, über die Brücke. Du hast hier auf ganz entspannt Öfen. Du hast Amethysten. Du hast ein Feld, was hier angelegt wurde. Du hast sogar einen Brewing. Ich habe nicht mal einen Brewing Stand. Du hast indirekte Beleuchtung. Ein komplettes Equipment. Mit Silk Touch sogar. Ein komplettes Dia-Equipment. Eine komplette nagelneue. Die ist von Gucci, sehe ich gerade. Ein komplett neue Dia-Rüstung. Ein Verzauberungstable. Mit Lapis direkt beigeliefert. Ein Anvil ist auch am Start. Sag mal, also das ist ja besser als mein U-Brot. Man hat ein Bett natürlich mit Emeralds und man hat hier sogar dann Squid Head, Laternen, Item Frames, Enderperlen, alles was man braucht für den Start. Hier genug Platz, um sich sein Lager vielleicht aufzubauen und hier noch ein Balkon. Also ein Balkon ist auch mit dabei. Es ist toll. Flocke, vielen, vielen Dank für diesen Weihnachtswunsch. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, jetzt sind wir dran. Ja, wir müssen Flocke auch noch ein Geschenk machen. Ich hab's geschafft! Da ist es. There we go. Alter, wie viel? Hä? Wie krass. What the fuck? Hä, wie viel ist das? Das sind einfach... Lol, 28. 28. What the fuck? Hä? Wieso 28? Da habe ich aber jetzt wirklich Glück gehabt, oder? Das war ja komplett in Tough hier eingesponnen. So Leute, gerade aus der Essenspause gekommen. Wir sind ins Zentrum unseres Turms gelaufen. Hier ist eine ganz fragwürdige gelbe Kiste und darin sind Deep Slate Kohleerze. Zusammen mit Witherrosen, Golderz, Lapiserz und Dings. Und hier steht drin, Merry Christmas von der Weihnachtsflocke. Sie hat es geschafft. Unfassbar geil. Sogar vier Erze. Deep Slate Coal Ores. Warum sind Deep Slate Coal Ores so interessant? Ja, das sind die seltensten Erze im Spiel, meine Damen und Herren. So, die Weihnachtskiste für Jo ist auch fertig. Er hat sich ja 64 Observer gewünscht. Ich habe ihm noch ein bisschen was anderes hinzugefügt, zum Beispiel rote Rosen. Wir haben Deep Slate Redstone Ore, einfach weil sie cool aussehen. Ich habe ihm Zuckerstangen mit dazu gepackt, die Jingle Bell und das Klingglöckchen. Fand ich eigentlich ganz cool. Wir haben hier Christbaumkugeln, hat der Chat vorgeschlagen. Ich habe Silvesterraketen mit reingepackt und Lichterketten, auch eine Idee vom Chat. Christstollen haben wir noch hier drin als kleines Weihnachtspaket. Und hier eine geheime Botschaft, die ihr nur bei Jo lesen werdet. Und das stelle ich ihm jetzt in seine Base und bin gespannt, was er so dazu zu sagen hat. Der ganze Chat meint, dass angeblich irgendwas in meiner Base liegt. Aber das ist ja wirklich was. Was ist das denn? Okay. Für den Fall, dass ihr es nicht wusstet. Man kann mit dem Observer erkennen, ob sich eine Schalke öffnet.
Es ist ein Geschenk. Ich muss es erst entpacken. What? Yo. Von wem ist das? Flocke? Lieber Joe, du hast dir zu Weihnachten 64 Observer gewünscht. Ich habe stattdessen eine kleine Weihnachts- und Silvesterbox zusammengestellt. Fühl dich gedruckt, gedruckt, gedruckt. Fühl dich gedruckt. Frohe Weihnachten. Yo. Alter. Yo, guckt euch das mal an. Ey, das ist von allen Craft Attacks das schönste Weihnachtsgeschenk, was mir jemand bereitet hat. Ehrlich. Flocke ist ja schon... Warte kurz, ich muss eigentlich jetzt auf meinem Kanal Flocke die VIP-Schaft entziehen, nur um ihr die Möglichkeit zu geben, nochmal VIP zu werden. Ich meine, Flocke ist ja schon VIP. Alter. Boah, ist das nice. Und vor allem die Namen, ne? Rosenbasch, Observer, Christstollen. Oh, lecker! Christstollen, echte Christstollen. Christbaumkugeln, die Zuckerstange, die goldene Karotte, die Silvesterraketen, das Klingenglöckchen, das Jingle Bell und die Lichterkette. Ja, geil. Dann müssen wir gleich die Lichterkette hier aufhängen in meinem Haus. Komm, dann machen wir die Lichterkette hier rein. Boah, ist das eine liebe Sache. Ich sag's euch, Craft Attack ist nicht nur das Projekt von Attack. Und es ist nicht nur das Projekt von Craft. Weißt du, eigentlich müsste es ja Lovecraft Tech heißen. So ein bisschen ist es auch das Projekt der Liebe. Und das ist echt Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank an Flocke für so nette Gifts. Auch die Tatsache, dass das hier so eingepackt ist und man es quasi erst entpacken muss, das Geschenk. Ey, das feiere ich total. Das ist wirklich eine wunderschöne, liebe Geste. Ja, ich hatte auch Spaß tatsächlich im Shopping District. Du machst mir mein Geschenk nicht kaputt. Das ist meins. Das ist meins. Ich nehme jetzt die Schaufel und verbanne dich in die Lava. Selber schuld. Mein Geschenk. So. Es ist so unheimlich cool, sowas so mit so einer netten Geste das zu machen. Ich hatte auch Spaß, das im Shopping District da gelassen. So nach dem Motto so, yo, ich wünsche mir gerne 64 Observer. Mal gucken, was passiert. Ich hätte niemals damit gerechnet. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich dachte gerade ernsthaft, das ist eine Falle. Ich hätte nicht mit so einer freundlichen Aktion gerechnet. Und liebe Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir lassen für Flocke einmal 2000 Herzen da. Ich stream nicht weiter, ehe ihr nicht alle für Flocke 2000 Herzen da gelassen habt. Also haut sie raus. 2000 Herzen für Flocke. Jo. Da spammen die Leute. Für diese nette Weihnachtsgeste. Die Hälfte ist geschafft. Und da sind wir bei 2000 Herzen. Ja, liebe Flocke, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Weihnachtsgeschenk. Ich nehme es herzlich gerne an. Und kann es auch direkt gebrauchen. Und zwar benötige ich eine Christkugel daraus. Das ist super, dass wir eine hier haben direkt. Ich packe mal ein bisschen was dazu. Meine wunderschönen Boots packe ich dazu. Spomi packe ich nicht dazu. Das auch nicht. Die Amethystkristalle packe ich dazu. Meine Red... Ah ne, das geht ja nicht. Mal Cursed Minecraft. Merry Christmas. Wundervoll, wundervoll. Vielen, vielen lieben Dank. Die Weihnachtskette hängt. Und wir sind alle in freudiger Weihnachtsstimmung.